Eddie Anaheim ist Angestellter seines Vaters. Vater Anaheim besitzt 3 Wagen, die alle bei der Basler Last AG unter Akkordvertrag stehen. Das heißt, die große Last AG bezahlt den kleinen Vater Anaheim per Fuhre. Wenn der Last AG die Arbeit ausgeht, sitzt Anaheim auf seinen 3 Wagen. Ja, uns ist das reiner Idealismus. Das kann sich ein normaler Bürger gar nicht vorstellen. Uns ist das eine völlig in einem Lastwagen innen zu hocken. Wir haben einfach anderes Blut. Es wäre etwas Gleiches, wenn man würde fragen, warum hast du Freude, auf einen Seemann zu fragen, warum bist du gerne auf dem Schiff? Wir haben einfach das Blut dafür. Seit 7 in der Früh ist Eddie unterwegs. Die Zollabfertigung in Basel hat er, wenn es hier gut geht, in einer halben Stunde hinter sich. Wie nimmst du da aus? Das? Mein Name, weiß ich nicht. Im Export. Der Monatslohn ist 2.500 Franken netto. Ich arbeite. Das ist eigentlich noch nie richtig ausgerechnet. Ich würde auch nicht. Es ist irgendwie, man muss Idealist sein. Wir rechnen nicht aus, wie viele Stunden wir haben. Wir fahren einfach. Unter 70 werden es nie sein. Das werde ich nicht sagen. Es sind vielleicht mehr, es sind vielleicht weniger. Das Gesetz erlaubt nur 45 Stunden Fahrzeit jede Woche. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit ist 80. Bei Übertretungen drohen Bußen und Ausweisentzug an Ort und Stelle. Und nochmals in der Schweiz bei Tachografkontrollen. Mittagspause in Regisheim im Elsass. Praxis. Und das Gesetz stimmt hier einfach in unserem Verkehr, im Auslandverkehr, nicht überein. Du kannst also ein Auslandfahrzeug nicht gut nach einer Zeit laufen. Wir müssen unsere Termine einhalten. Wir sind gebunden an Tachograf. Zeitlich immer im Drang. Auch im Ausland wie in der Schweiz. Wir haben Grenzen, die zu sind, gewisse Zeiten. Und wie sieht eine normale Woche aus, wenn man zweimal hin und her fährt nach Belgien und zurück? Normalerweise geht man am Sonntag zu Abend fort. Man schaut, so gut wie möglich so weit zu kommen. Tut am Ende noch einen abladen, einfach leer machen den Lastwagen. Und hat nachher am Ende zu Abend wieder Ruhezeit bis am Dienstag. Man tut am Dienstag wieder laden. Macht den Zoll und fährt wieder zurück in die Schweiz.
Man ist am Mittwoch wieder in der Schweiz. Man schaut den Disponent, dass du nicht weit musst abladen in die Schweiz hinein. Das Beste ist gerade im Raum Basel. Also in Basel abladen, wieder laden und schaut, dass man am Mittwoch wieder vorkommt. Es wäre möglich, nach Gesetz zu fahren, wenn man Zeit hat. Dann braucht man also, wenn man nach Gesetz fahren will, muss man am Mittwoch gehen und kommt am Samstag wieder heim. Mit ein paar Pösten drauf, wieder mit ein paar Pösten heim zu. Dann kann man nach Gesetz fahren. Ist aber in der heutigen Zeit, in der Rezession, nicht möglich, weil wir in der Schweiz wie im Ausland Kunden haben. Kunden, die keine Lager mehr anlegen, wo also die Maschinen stillstehen, wenn der Gamio nicht über Nacht ans Ziel kommt. Die Rezession hat verändert, auf einmal die Preise. Wir haben heute ganz andere Preise. Wir fahren heute wieder zu Preisen wie praktisch vor 10 Jahren. Viele Transportunternehmen, die für Firmen gefahren sind in der Schweiz, die in der Rezession Konkurs gegangen sind, sind plötzlich auf der Straße gestanden, vielleicht mit 3-4 Autos, 10 Autos. Man hat Ausweichmöglichkeiten gesucht. Und die Ausweichmöglichkeit war nur das Auslandfahren. Sie sind langsam gefahren. Dann ist der gefallen. Und der Beifahrer auf mich. In Antwerpen sind wir gefahren. Da haben wir privat mit Soldatwagen. In der Auberge de la Folie erzählt der Wirt Geschichten, von denen jeder schon die Pointe weiß. Ja, darum habt ihr verloren. Nein, wir haben gewonnen. Dank den Amerikanern. Nicht? Da haben die Deutschen mich gelernt auf eine Woche. Rüben fressen. Zoll in Luxemburg. Dankeschön. Wiedersehen. Willkommen. Dag, Junge. Wie geht's? Ja, danke. Mach's voll. Also ich mach die andere Seite auf, gell? Genau. In den letzten Jahren verdoppelte sich die Zahl der Auslandfahrer. Größeres Angebot ließ die Preise fallen. Wer auf dem freien Markt bestehen will, muss fünfmal gerad sein lassen. Der Konkurrenzdruck fordert Tempo. Tempo, der Staat, Erfüllung der Gesetze. Der Fahrer fährt. Der Leidtragende ist eigentlich der, der schon langjährig fährt. Er muss sehen, wie plötzlich immer mehr kommt, wie er so langsam verdrängt wird und muss kämpfen um sein Existenzrecht. Der Preiskampf, der Preisdruck kommt überall her. Ich kann auch keine Namen sagen. Der Kampf ums Dasein ist heute wahnsinnig maßgebend. Die Chauffeurin ist das
hat sich ausgewirkt in den Lohnabbau und in Hetzerei. Hetzerei in dem Sinn, du musst dann und dann dort sein, du musst dann und dann wieder zurück sein. Gegen Mitternacht Antwerpen. Eddys Freizeit am alten Hafen. Übernachten auf der Pritsche hinter dem Führersitz. Die ganze Nacht läuft der Motor zur Heizung der Kabine. Ablade- und Ladeorte liegen oft nicht in der gleichen Stadt. Warten auf den Stapler vor den Lagerhallen verlängert die Arbeitszeit. Weshalb stellt ihr nie den Wagen quer? Das ist eine gute Frage. Wir hocken zusammen, ich habe das schon manchmal erlebt. Am Wirtshaustisch liegt der Fluch über alles. Und das Händler hat schon fast drei gerannt. Aber in der Schweiz geht das nicht. Dann wären vielleicht drei, vier, die es machen würden. 5 Minuten später wäre die Polizei da und die 5 haben keinen Ausweis mehr. Da wird es noch gebüßt. Es ist einfach kein Zusammenhang wie uns in der Schweiz. Morgen Abend ist Eddie Annaheim wieder zu Hause, wenn alles gut läuft.